In Europa hat Badminton Deutschland bereits den Thron bestiegen. Nun soll der Angriff auf die internationale Spitze folgen. Spätestens seit dem historischen Finalsieg bei der Mixed-Team-EM gegen Dänemark horcht die Konkurrenz auf. Zumal die Stimmung beim siebenmaligen deutschen Meister Marc Zwiebler und seinen Kollegen besser kaum sein könnte. Das ist natürlich ein super Gefühl, wirklich was Besonderes, zweimal Europameister zu werden, das auch innerhalb von 12 Monaten. Und mit der Mannschaft ist es einfach ein super Gefühl. Da haben wirklich viele Leute dazu beigetragen und wir sind einfach froh, dass wir wirklich Dänemark als Team auch geschlagen haben. Doch Europa ist dem deutschen Team noch nicht genug. Die Mannschaft um die Leistungsträger Zwiebler und Juliane Schenk will nun auch weltweit den Badminton-Olymp erklimmen. Einzig die Dominanz der Asiaten muss gebrochen werden. Ein ambitioniertes Ziel, doch Zwiebler weiß, was noch fehlt, um die Spieler aus Fernost bezwingen zu können. Ja, eigentlich auch nicht mehr viel. Also wir haben alle gezeigt, dass wir fast alle in der Welt schlagen können. Im Moment sind wir natürlich sehr, sehr wenige Leistungsträger, die einen guten Tag haben müssen. Wenn wir natürlich mehrere von unserer Kategorie haben, erhöht das einfach die Chancen, weil es bei so einem Turnier auch immer auf Tagesform, Auslosung und das Quäntchen Glück ankommt. Das Hoch im deutschen Badminton kommt nicht ganz unerwartet. Die Mannschaft um Zwiebler und Schenk ist schon jahrelang erfolgreich. Bereits im Jugendbereich feierte sie gemeinsame Erfolge. Wir sind so eine Art goldene Generation, lustigerweise, die jetzt im Finale gegen Dänemark gespielt haben. Wir haben vor, ich glaube, 12 Jahren auch das erste Mal die Jugend-Europameisterschaften gegen Dänemark gewonnen. Standen jetzt wieder zusammen auf dem Feld. Also ich denke mir, das war schon eine außergewöhnliche Generation von Spielern. Aber es kommen in den Jugendbereichen auch sehr, sehr viel nach. Und vor allem haben sich die Strukturen innerhalb des Verbandes auch gewandelt. Also ist gar nicht mehr mit meiner Jugendzeit vergleichbar. Und ich glaube, da haben wir auch vielleicht auch mit unseren Erfolgen auch ein Stück dazu beigetragen. Ein Erfolg fehlt der goldenen Generation aber noch, eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Nach dem Machtwechsel in Europa soll spätestens 2016 in Rio de Janeiro die Vorherrschaft der Asiaten angegriffen werden.